Liebe Besucher der Webseite wechselrichter-reparatur.info und liebe YouTube-Community. Im letzten Video hatten wir uns angeschaut, EMV-Strahlung seitens eines Wechselrichters, nämlich diesem hier. In diesem Video möchte ich ganz kurz anschneiden, die leitungsbezogenen Störungen, die hier existieren. Das bedeutet nicht die abgestrahlte Störungsleistung, sondern die Leistung, die direkt in diesem Fall seitens der DC-Seite erzeugt wird durch den Wechselrichter. Zu diesem Zweck werde ich hier einfach mal jetzt euch etwas zeigen. Ich halte diesmal alles in der Hand. Ich hoffe, man kann das dann gut sehen. So, das ist ein Oszilloskop. Hier im oberen Bereich sieht man die Spannung. Die kann AC oder DC sein. Und hier unten das Frequenzspektrum, die FFT. Aber fangen wir langsam an. Zunächst einmal seht ihr, dass hier die Spannung hoch und runter geht. Und hier seht ihr 31 Volt, 27, 17, 14 und dann wieder hoch. Das passiert in dem Augenblick, wo der Wechselrichter sich einschaltet. Das PV-Modul bringt, glaube ich, 31 Volt. Wenn der Wechselrichter einschaltet, kippt die Spannung nach unten. Und wir haben immer noch die Situation, dass es sehr bewölkt ist. Das heißt, der Wechselrichter schaltet ein und aus. Das Thema ist aber jetzt ein anderes. Aus dieser Gleichspannung holen wir uns jetzt die störende Wechselspannung raus. Das passiert folgendermaßen. Ich gehe hier rauf und nehme als Kopplung nicht mehr DC, sondern AC. Wie ihr seht, ist jetzt DC-seitig hier nichts mehr zu sehen, sondern nur noch AC-Spannung wird angezeigt. Hier unten haben wir die Anzeige 20 Volt pro Kästchen. Die Kästchen sind aber jetzt nicht angezeichnet. Ich verändere das mal, indem ich einfach schön weit runter gehe. So, jetzt haben wir hier 5 Volt pro Kästchen. Als nächstes sehen wir schon mal, immer wenn der Wechselrichter sich einschaltet, dass da eine Störung entsteht. Die Einspeiseleistung liegt immer noch bei 1 bis 4 Watt, also es ist schon recht dunkel geworden. Jetzt gehe ich auf den Matte-Regler und werde die Empfindlichkeit für die FFT verändern. So in diese Richtung mal. Auf 10 Millivolt. Hier seht ihr nun an der Stelle, also das geht von 0 bis 118 MHz. Und hier seht ihr, wie aus dem anderen Video, die Radiosender, die hier existieren. Die sind hier zu sehen. Also was sieht man im Grunde genommen? Es ist ein Kabel von den PV-Modulen angeschlossen zum Wechselrichter, das ist 6, 7 Meter. Und natürlich wirkt das auch wie eine Antenne. So, jetzt suche ich mir den Cursor und ihr könnt dann an der Stelle sehen, also der bewegt sich hier mit B und ihr könnt an der Stelle sehen, auf welcher Frequenz. 108 hatten wir vorhin, genau, ein Radio.
Hier ist auch ein Radio, 97,5 so ungefähr. Und hier ist auch ein Radiosender. Was wir aber hier sehen diesmal ist, dass die Störfrequenzen vom Wechselrichter, die er immer erzeugt, sofern er durchschaltet, höher sind. Schaut da mal an, wie hoch das hier steigt. Ich werde das noch ein bisschen abdämpfen. Gehen wir mal auf 20 Millivolt, 50 Millivolt pro Kästchen. Und jetzt sehen wir hier die Radiosender, die sehr, sehr schwach sind, aber auf der anderen Seite links, wenn der Wechselrichter sich einschaltet, ein sehr starkes Störsignal auf der DC-Seite. Und das liegt bei 12 Me Megahertz. Wenn ich jetzt etwas... Nee, wo liegt denn das? Doch, ja, da bei 12 Megahertz. Das heißt, die stärkste Störung existiert in dem Fall in diesem Bereich. Das ist kurz vor dem 20-Meter-Band im Amateurfunk Kurzwellenbereich. Jetzt haben wir eine Richtung uns angeschaut. Das heißt, der Wechselrichter ist DC-seitig so schlecht gefiltert, dass er auf die PV-Module, Leitungen, Energie einspeist und die wird dann letztendlich auch, da die Kabel ja wie eine Antenne wirken, abgestrahlt. Im nächsten Video würden wir uns dann nicht die DC-Seite, sondern die AC-Seite anschauen. Was gibt es da für Störungen? Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Vielleicht schwenke ich noch mal kurz. Nee, ich habe noch eine Idee. Ich hatte in dem letzten Video, in dem vorletzten Video mal angesprochen, dass ich ein EMV-Testgerät besitze, das man auch zum Beispiel bei Lidl kaufen kann. Das muss ich mal eben suchen. Ich hoffe, ihr schafft das mal eben ohne mich. Wo haben wir das denn gelassen? Na gut, war nicht auffindbar. Kommt dann wahrscheinlich im nächsten Video. Die Zusammenfassung. Dieser Wechselrichter von WVOR, WVC-600, stört auf DC-Seite sehr stark. Das kann man so konkret sagen. Bis dann.